hallo zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem UEFA Europa League Spiel Achtelfinal-Rückspiel gegen Schalke 04 morgen hier im Borussia Park. Begrüßt dazu unseren Trainer Dieter Hecking und Jonas Hofmann und gebt gleich Feuer frei für die Fragen. Bitte um Handzeichen, wir kommen mit den Mikros rum. Wer möchte loslegen? Achim Müller für den Express. Herr Hecking, fange mal mit einer Personalfrage an. Der Lars Stindl ist angeschlagen, hatte uns erzählt, er hätte muskuläre Probleme in der Hüfte. Er war jetzt heute Morgen bei der Trainingseinheit nicht dabei. Können Sie was sagen? Kann er morgen spielen oder fällt er aus? Ja, Lars hat eine individuelle Einheit gemacht und im Kraftraum. Und wir werden alles probieren, dass er morgen spielen kann und werden wir sehen. Christopher Limeropoulos, Sky Sport News HD. Ja, auch nochmal zu Lars Stindl, ist ja ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Sie haben gerade gesagt, werden wir sehen. Also wie groß sind die Chancen und in welche Richtung geht das? Wie schwer wäre ein Nicht-Auflaufen von Lars Stindl? Nein, ich denke, erstmal probieren wir alles, um ihn fit zu kriegen. So, wir haben morgen früh noch ein Training. Ja, und es ist jetzt nicht ausgeschlossen. Sonst würde ich es heute nicht sagen. Sonst könnte ich heute sagen, er wird nicht spielen können. Ja, und wir werden alles probieren. Und wenn es geht, dann geht's. Und wenn es nicht geht, wird ein anderer spielen und der wird es genauso gut machen. Dass Lars aufgrund der letzten Woche natürlich eine sehr, sehr gute Verfassung hat, dass er uns helfen könnte, das ist ja unbestritten. Und nichtsdestotrotz, denke ich, haben wir Spieler im Kader, die auch diesen Ausfall wettmachen würden, wenn es denn dazu kommt. Carsten Kellermann, Rheinische Post. Was erwarten Sie für den FC Schalke 04? Im Bundesligaspiel gab es hier ein klares 4:2, Schalke dann stark verbessert im Rückspiel. Was erwarten Sie dann für morgen für einen Auftritt von Schalke? Also ich relativiere mal die Leistung ein bisschen. Ja. Bei allem, dass Schalke sicherlich am Wochenende gegen Augsburg 3:0 gewonnen hat, ich habe mir das Spiel angeguckt, ja, sie haben es verdient gewonnen, mehr aber auch nicht. Ja, und auch das Europa-League-Spiel, auch das muss man relativieren. Ich glaube, wir waren 70 Minuten. Die bessere Mannschaft war Borussia Mönchengladbach. Ja, wir haben die letzten 20 Minuten haben wir Probleme gehabt, die haben wir analysiert. Ja, und das muss man erstmal vorweg schicken. Ja, also ich glaube schon, dass wir gerade auch in dem Bundesligaspiel hier gezeigt haben, zu was wir in der Lage sind, gerade mit der Unterstützung auch der Zuschauer. Und das wird morgen, denke ich, ein ähnliches Spiel werden. Beide Mannschaften werden versuchen, in die nächste Runde reinzukommen. Das erwarte ich auch von Schalke. Ja, es ist vielleicht ihre letzte Möglichkeit, nochmal europäisch anzugreifen für die Saison. Und deshalb müssen wir uns darauf einstellen, dass Schalke alles probieren wird, hier morgen ein richtig gutes Spiel abzuliefern, um weiterzukommen. Und das haben wir vor den beiden Duellen gesagt. Das sind wieder zwei Spiele. Beide werden, denke ich, sehr, sehr eng sein. Das erste Spiel war eng. Morgen wird es wieder eine enge Kiste. Und ich denke, das, was ich nach dem Hinspiel gesagt habe, 51-49 durch den Heimvorteil, den wir haben. Und den werden wir morgen ausspielen wollen. Das ist unsere Herangehensweise. Christopher Limeropoulos für Sky nochmal. Ja, wenn man auf die Statistiken schaut, Borussia Mönchengladbach hat jetzt das 40. Pflichtspiel gemacht, ist damit Spitzenreiter. Thema Belastung, wie gehen Sie damit um und wie bereiten Sie die Mannschaft dann auch morgen dann mental darauf vor, dass dieses Thema nicht so in den Köpfen ist? Ja, ihr macht es zum Thema. Ja, das ist das Entscheidende. Wir machen das nicht zum Thema. Wir freuen uns auf jedes Spiel und morgen ist ein absolutes Highlight. Ja, und wer morgen auf dem Platz steht, der wird alles raushauen, was da ist. Das wird den Schalkern zu gehen, die haben eine ähnliche Belastung wie wir. Ja, und das Thema wird von außen an uns rangetragen, wir müssen uns dazu äußern. Für uns intern, wir wissen, dass wir viele Spiele haben, aber das ist nicht das große Thema. Wir machen uns mehr Gedanken darüber, warum wir vielleicht in der einen oder anderen Situation dann nicht so gut aussehen wie in Hamburg in der zweiten Halbzeit. Und das war nicht rein ein Kraftproblem, das war ein generelles Problem, weil wir es nicht mehr verstanden haben, gut Fußball zu spielen. Und weil der HSV auch mal was gut gemacht hat. Ja, das müssen wir auch mal akzeptieren. Und nochmal, das Belastungsthema ist doch ganz normal. Das ist für uns Normalität, dass wir bei 40 Spielen und bei dem Rhythmus, den die Mannschaft seit 6,5 Wochen spielt, dass da hier und da auch mal ein Meter fehlen kann. Ja, das ist normal. Aber es ist kein Thema für euch. Von außen wird es an uns als Thema herangetragen und dafür können wir nichts. Ja, dafür nehme ich jetzt Stellung dazu, aber fragen Sie Jonas. Ich glaube, dass wir über die Belastung haben wir nicht gesprochen die letzten Wochen. Wir freuen uns auf morgen, ja, und wir freuen uns auf einen tollen Europapokalabend. Das habe ich schon bei der Auslosung gesagt. Da haben sie auch alle gemeckert. Wieso? Deutsch-deutsches Duell kann doch nicht interessant sein. Ja, und jetzt sitzen alle hier und sind voller Begeisterung und warten auf morgen Abend. Also, was wollen wir eigentlich? Ja, wir wollen einen geilen Fußballabend und den wollen wir morgen Abend hier abliefern. Und idealerweise sitzen wir morgen Abend hier und haben das Spiel gewonnen. So einfach ist es. Jochen Schmitz für die Westdeutsche Zeitung.
Dieter Hecking, Lars Stindl ist ein wichtiger Spieler für Borussia, Raphael erst recht. Wie ist sein Befinden? Er hat in Hamburg gefehlt, hat er einen Infekt? Wie ist er körperlich drauf? Ja, Raphael ist uns in Hamburg kurzfristig ausgefallen wegen grippalen Infekt. Ja, hat heute Morgen voll trainiert. Da ist sicherlich davon auszugehen, dass er morgen zur Verfügung steht. Christopher Demopoulos nochmal. Ja, Jonas, wenn der Trainer schon die Vorlage gibt, dann würde ich das gerne aufnehmen. Thema Belastung, wie sieht es in der Mannschaft aus? Ja, es ist jetzt nicht so, dass wir das erste Jahr international spielen. Deshalb denke ich, dass die meisten Spieler das gewohnt sind und das kennen, jeden dritten, vierten Tag 90 Minuten zu gehen. Ja, wie gesagt, wie es der Trainer sagt, für uns ist das überhaupt kein Thema eigentlich, weil wir das auch nicht so empfinden. Wenn Spieler über 90 Minuten gehen, merken wir das in der Mannschaft. Wir können immer wieder gut regenerieren, sind in zwei Tage nach dem Spiel wieder frisch, können gutes Training machen, soweit das möglich ist, natürlich in den englischen Wochen. Und dementsprechend, ja, ist das, wie gesagt, die Kräfteverhältnisse sind für uns, wie gesagt, kein Thema. Wir können das gut ausgleichen immer wieder, sind meiner Meinung nach immer wieder frisch. Das sieht man auch an unseren Laufwerten, an den Sprints, die wir jedes Spiel machen können. Ich glaube, dementsprechend ist die Antwort damit auch gegeben, dass das für uns kein Problem ist. Michael Rüberg für die WAZ. Ja, auch eine Frage an Jonas Hofmann. Wir haben ja gerade ein bisschen darüber spekuliert, was passiert, wenn Lars Stindl ausfallen sollte morgen. Ist die Position vorne für dich auch eine, die du bekleiden könntest? Ja, ich glaube, dass ich mich so einschätze, dass ich in der Offensive die ein oder andere Position mehr spielen kann. Ob das dann im Sturmzentrum ist oder auf den Außenbahnen, ja, da gibt es schon teilweise ähnliche Abläufe, die man drin hat, automatisch drin hat als Offensivspieler. Deshalb ist das auf jeden Fall eine Position, wo ich mich jetzt nicht, wo für mich ganz unbekannt ist. Ich kenne es aus der Jugend von ganz früher. Ja, deshalb würde ich sagen, niemals nie. Carsten Kellermann, RP. Haben wir gerade schon über Raphael und auch Lars Stindl gesprochen. Kannst du kurz erklären, wie wichtig die beiden, Raphael und Lars Stindl, für die Mannschaft sind, wenn sie auf dem Platz sind? Ja, klar, extrem wichtig. Ich glaube, das sieht man gerade daran, an den vielen Toren, an denen sie beteiligt sind in der vergangenen Zeit. Klar tut das uns ein Stück weit weh, wenn sie wegfallen, aber wie der Trainer auch schon gesagt hat, man hat es schon auch ein paar Mal gesehen, dass wir so eine geile Truppe haben, die solche Ausfälle auch kompensieren können. Klar, jetzt gegen Hamburg hat es leider nicht geklappt, aber das kann auch nicht immer funktionieren. Aber wie gesagt, wir haben so eine gute Mannschaft, wir haben so hohe Qualität auch im gesamten Kader, dass wir da versuchen, das immer wieder aufzufangen. Und ich denke, dass wir das auch bis jetzt oder der meisten Zeit uns das schon gut gelungen ist. Und ja, aber wollen wir die Qualitäten von Rafa und von Lars nicht hinten anstellen. Sie sind schon wichtige Spieler für uns, ohne Wenn und Aber. Nächste Frage dort bitte. Herr Hecking, mag ich auch gerne Puls 4 aus Österreich. Seit Sie in Gladbach sind, läuft es deutlich besser. Welchen Input, was war der wichtigste Input, den Sie der Mannschaft gegeben haben und wofür würden Sie sich selbst loben? Ich würde mich gar nicht loben wollen, weil das ist mir ganz fremd. Ja, nein, ich glaube, dass wir vom ersten Tag an haben wir ein gutes Miteinander gefunden. Ich glaube, die Spieler haben eine Ansprache gebraucht, wo sie wieder eine klare Kontur gesehen haben, was Struktur innerhalb der Mannschaft angeht. Die haben wir ihnen gegeben und wie der Jonas ja gerade auch schon zu Recht sagt, habe ich natürlich auch vom ersten Tag an gesehen, dass diese Mannschaft natürlich auch eine Qualität hat. Ja, die darf man dann nicht kleiner reden, wie sie da ist. Sie ist gut, ja, das in der Vorrunde nicht so geklappt hat, da gab es auch Gründe für. Ja, aber wir machen es im Moment wirklich sehr, sehr gut. Klar, es gibt immer wieder kleine Dämpfer, wie jetzt in Hamburg. Das ist aber auch normal. Ja, wer erwartet da, dass wir jetzt jeden Gegner an die Wand spielen, weil wir Borussia Mönchengladbach sind und weil jetzt alles toll ist. Der ist auch auf dem Holzweg gewesen. Wir wissen das alles richtig einzuschätzen. Und so ein Spiel wie in Hamburg, ich erinnere nur an die Chance von Drimmitsch, von Hermann in der ersten Halbzeit. Ja, dann wären wir vielleicht schon wieder auf der Siegerstraße gewesen. Aber das gehört eben dazu. Ja, und deshalb kam der Dämpfer vielleicht auch nochmal zur rechten Zeit für alle. Ja, dass alle nochmal wissen, Mensch, wir müssen weiterhin demütig bleiben, wir müssen weiterhin versuchen, die Basis immer wieder zu legen, in jedem Spiel von neuem, auch morgen wieder. Ja, und wenn wir das schaffen, dann sind wir brandgefährlich für jeden Gegner. Wenn es weniger ist, dann sind wir auch mal anfällig, haben wir auch ein paar Systemfehler drin, wie in Hamburg dann passiert. Dirk Krümpelmann für die Bild.
Nach dem 1-1 im Hinspiel ist es ja nicht abwegig, dass das morgen ein ganz langer Abend wird. Stand auch Elfertraining auf dem Trainingsplan die Woche? Nee, wir haben ja noch nicht viel trainiert die Woche. Vielleicht machen wir es morgen früh noch. Würde ich mich gar nicht darauf einlassen, weil ich glaube, die Situation kann man nicht simulieren. Wenn es da morgen Abend wirklich dazu kommt, dass du ein Elfmeterschießen hast, dann sind, glaube ich, beide Mannschaften wirklich am Limit gewesen über 120 Minuten. Und dann gilt es halt nur, wer fühlt sich gut, wer traut sich zu. Und dann ist es eben das viel zitierte Glücksspiel, was du dann auch brauchst. Du brauchst einen guten Torwart dann auch. Und den haben wir im Moment. Jan ist in einer fantastischen Form, auf den wird sicherlich auch morgen einiges zukommen. Ja, und wir haben es nicht trainiert. Bitte dort die nächste Frage. Michael Giegel, Puls 4, österreichisches Fernsehen auch. Auf Schalke, aber vor allem bei uns in Österreich, großes Thema ist Guido Burgstaller, wurde auch jetzt wieder in die österreichische Nationalmannschaft nominiert. Wie nehmen Sie ihn derzeit wahr? Ja, Guido hat schon in Nürnberg, denke ich, eine exzellente 2 Jahre gehabt, ja, mit vielen Toren. Und dass er sich so schnell durchsetzen kann auf Schalke, das ist sicherlich auch für die Schalke überraschend, weil er war doch, glaube ich, eher mal als Ergänzung noch gesehen, aber er macht's gut. Er ist ein unbequemer Stürmer, der weiß, er will Tore machen, ist in der Box sehr gefährlich. Ja, und das zeichnet ihn im Moment auch aus. Er wirkt sehr torgefährlich, sehr spritzig und denke, deshalb können wir das nachvollziehen, wenn er dann zur Nationalmannschaft eingeladen wird.